sind auf der Gamescom am Stand der Schweiz und wir haben hier eben ein Spiel gesehen, das hat mehr Jubel verursacht als Final Fantasy in Halle 9. Wer macht sowas? Wer macht so ein Spiel? Also, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wer macht das Spiel und das andere ist, wer macht die Plattform, worauf das Spiel gespielt ist. Ich bin jetzt von der Plattform, ich bin von Air Console, ich mache selber auch Spiele für Air Console zwar. Das Coole daran ist eigentlich, dass man mit Handys als Controllern spielt auf einer großen jetzt hier Leinwand oder sonst einfach auf einem Screen, Fernseher, Computer. Und das Spiel selbst, das heißt The Neighborhood, und das wird gemacht von DNA Studios aus der Schweiz. Also Schweizer Plattform, Schweizer Booth, Schweizer Spiel. Richtig unter dem Namen Swiss Games hier. Und wie viele entwickeln für diese Air-Konsole Spiele? Oder sind das auch alle Schweizer Firmen? Oder kommt das nur aus der Schweiz? Also eben die Plattform selbst wird in Zürich gemacht. Aber die Entwickler kommen eigentlich von allerorts. Also es gibt einige Schweizer, die für Air-Konsole was machen oder schon gemacht haben. Wir haben aber auch sehr viele internationale Entwickler. Also wir haben einige aus Deutschland, einige aus den USA. Gerade kürzlich haben wir ein Spiel veröffentlicht aus Kanada und noch einige andere Länder, die auch noch Developer aus anderen Ländern, die auch schon Spiele geliefert haben. Das ist eine Plattform, die also eine einfache Möglichkeit bietet für Spieleentwickler. Was sind das so für Leute, die Spiele dafür entwickeln oder überhaupt Spiele in der Schweiz entwickeln? Wer traut sich daran? Sind das große Firmen? Sind das Studenten, die dann sagen, wir wollen auch mal ein Game entwickeln? Also im Moment sind die Teams, die für Air Console Spiele machen, eher noch sehr klein. Also das sind meistens so Studios von 2 bis 10 Leute, die diese Spiele machen. Das spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass es größere Studios auch nutzen würden. Aber wir sind natürlich auch noch erst so am Wachsen und das breitet sich hier so langsam aus, dass da auch mal noch mehr Teams zukommen und dann können wir auch immer mehr auch mit größeren Studios reden natürlich. Sonst, ja, wir haben auch einzelne Spiele von Studenten. Wir suchen auch aktiv Zusammenarbeiten mit Game Design Unis, also oder Unis, die Game Design verwandte Studiengänge haben, wo wir dann so Contests machen können für Studenten eigentlich. Andere Spiele sind von etablierten Studios, die schon mehrere Spiele veröffentlicht haben. Das Coole ist an Air Console, dass es sehr einfach ist, ein Spiel wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das ist nachher kostenlos verfügbar auf der Homepage. Wir fungieren da auch ein bisschen als Mini-Publisher. Also wir machen auch Promotion, wir erstellen Promotionsmaterial und verteilen das auf unseren Kanälen. Wir haben jetzt auch schon eine gewisse Community und das ist zum Teil größer, als dass ein einzelnes kleines Team, so erreichen wir mehr Leute. Mit jedem Entwickler wachsen wir auch ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt mittlerweile 40 Spiele. 40 Spiele, teilweise von Studenten, dann gibt es Kooperationen mit Universitäten. Was braucht man denn für Leute, um solche Spiele oder andere Spiele zu entwickeln? Was muss man denn machen, um Spieleentwickler zu werden? Also grundsätzlich, um Spieleentwickler zu werden, muss man ganz viel verschiedene Dinge können. Also die wichtigsten Aspekte so generell von Spieleentwicklung sind Programmierung, dann kommt es darauf an, ob man 2D oder 3D arbeitet, ist dann entweder so zeichnen, illustrieren oder halt 3D-Modeling, texturieren, animieren. Das sind so die größten Bereiche. Und das gilt natürlich auch für Air Console Games. Gehen Sie speziell an spezielle Studiengänge ran? Also die programmieren Studiengänge oder die Designer? Oder ist das eine Sache, die offen ist, beziehungsweise dass wir eher breite Studiengänge, die es da an der Stelle gibt? Also wir sind offen für alles. Eine bisherige Zusammenarbeit war mit der Zürcher Hochschule der Künste, wo auch ich selbst studiert habe, also daher hatte ich da die richtigen Kontakte. Und das ist ein sehr allgemeiner Studiengang. Da lernt man eben genau alle Aspekte von Spielentwicklung. Also
Programmierung, also Art, Game Mechanics, Storytelling, Character Design, alles, was da sonst noch so beinhaltet. Und das ist natürlich sehr cool, weil Studenten, die von allen Bereichen ein bisschen einen Einblick haben, ja, das ist ein Vorteil in einem Team, wenn auch der Artist weiß, wie das dann ins Spiel eingebaut wird und so. Das heißt, Sie sehen dafür, dass man ein breites Studium macht, einen Vorteil, weil man dann im Grunde auch alle Aspekte des Spiels im Blick hat. Wie sieht es mit Spezialisten aus, wenn ich jetzt sage, okay? Also, ich denke, der Hauptunterschied, oder das ist eher so ein Unterschied zwischen, wo will man nachher arbeiten, in was für einem Team. Weil je kleiner das Team ist, desto mehr müssen alle, die im Team sind, Allrounder sein. Und in der Schweiz ist es so, dass wir sehr viele kleine Teams haben. Also nicht nur in der Schweiz, es gilt auch international. Man findet noch schnell mal ein kleines Team, mit dem man zusammen Games machen will. In einem größeren Studio wird man nicht, zum Teil nicht so einfach Teil von. Und wenn man natürlich zu einem Studio mit 500 Leuten geht, ja, nee, da muss man sich schon spezialisieren. Aber dort sind es dann eher in den Führungspositionen die Leute, die einen Überblick über alles haben. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Das heißt, in vielen Bereichen, wenn es kleine Teams sind, gerade die so kleinere Spiele entwickeln, funktioniert fast so wie eine Band, habe ich das Gefühl. Ja? Also man findet sich zusammen, ja, bestimmte ja. Spezialisten, mal jemand, der alles kann. Ja, das ist der Vergleich ist nicht so unpassend, ja. Und wie sieht das aus in der Schweiz, die Games-Branche? Sind das kleine Firmen? Gibt es da bestimmte Trends, die gerade vielleicht in der Schweiz besonders gut funktionieren oder vielleicht auch in Europa besonders gut funktionieren? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, also wir haben sehr, es ist schwierig von allgemeinen Trends zu reden jetzt in der Schweiz. Wir haben definitiv viele kleine Studios und auch sehr viele so Spiele, die auf ihre Art sehr eigen sind und dadurch herausstechen. Also wir hatten einige Spiele, die sehr eigene Grafikstile hatten, andere mit sehr originalen Mechaniken oder origineller Atmosphäre so. Und die Game-Industrie in der Schweiz ist noch nicht so riesig, also es ist jetzt nicht so diese Milliardenindustrie, die das in Deutschland ist. Aber dafür haben wir sehr viele so kleine Edelsteine, die immer auch sehr gut ankommen. Also wir haben hier an der Booth eigentlich einiges, das schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch international. Also wir haben Niche ist da hinten, das ist ein Spiel, das hat gerade kürzlich auf Kickstarter etwa 80.000 Euro gesammelt und geht jetzt dann auf Early Access auf Steam. Und ein anderes Spiel ist Far, das war an der E3 diesen Frühling und wird von allen Seiten gelobt. Und das sind so auch kleine Projekte mit so 2 bis 5 Leuten, die beteiligt sind, aber die sehr gut ankommen und international eigentlich relativ hohe Wellen schlagen dafür, dass die Schweizer Industrie doch noch sehr klein ist. Wenn sich so eine Game-Branche in der Schweiz, in Europa oder auch kleine Publisher, kleine Unternehmen, kleine Studios was wünschen dürften, was sie noch brauchen von der Gesellschaft, der Politik, was könnte das sein? Also ich meine, man möchte immer mehr Unterstützung, natürlich von allen. Aber was für Unterstützung? Also, also was es gibt zum Beispiel und was sehr cool ist, ist der Call for Projects. Das wird von der Pro Helvetia, die auch diese Swiss Games Booth hier aufgestellt hat, gemacht. Und da wird eben wirklich Funding in vielversprechende Projekte gesteckt. Und sowas kann man natürlich immer ausbauen. Das geschieht zurzeit alle 2 Jahre, soweit ich weiß. Und da werden 250.000 Schweizer Franken investiert in verschiedene Projekte. Und das ist eigentlich so eins der stärksten Tools für Entwickler in der Schweiz, um irgendwie was zu erreichen. Und das ist super, dass es das gibt, und das könnte man natürlich immer noch größer machen und noch mehr Geld reinstecken und damit noch mehr Studios helfen. Also nichts, was Sie nervt, zu sagen, mein Gott, warum kommt mir die Gesellschaft, die Politik nicht mal endlich drauf? Ja, aber was kannst du ändern? Schon, also was eher so in der Schweiz ein bisschen schwierig ist, ist so die Akzeptanz generell von der Gesellschaft und auch der Politik von Spielen als Medium, einerseits als künstlerisches Medium und andererseits auch als wirtschaftlicher Zweig. Also einfach, dass die Leute entweder das Gefühl haben, ja,
das müsste sich einfach so selbst halt entwickeln und das, klar kann man da die Game-Industrie sich selbst überlassen, aber man könnte da halt auch mit etwas mehr Funding und etwas mehr Förderung wahrscheinlich sehr viel rausholen und das in der Schweiz zu einem größeren Wirtschaftszweig machen. Und auf der anderen Seite, von der Kulturförderung her wäre natürlich, soweit ich weiß, einiges mehr Funding reingesteckt in andere Medien wie Theater und Film und Musik. Und das ist ja auch, ist auch gut, oder? Die haben auch ihr Funding auf jeden Fall verdient. Aber Games haben immer noch so ein bisschen Probleme, um als Kunstform ernst genommen zu werden, habe ich das Gefühl, in der Schweiz. Und das liegt von meinem Eindruck her vor allem an einfach Unwissen, wie cool und kunstvoll das Spiel eigentlich sein können. Und zwar nicht nur jetzt irgendwelche abstrakten Art Games, sondern auch einfach Kunst liegt auch in Game-Mechanik und in Artstyle natürlich und in sehr vielen Bereichen vom Game Design. Was könnte man denn da tun? Was man da tun könnte. Haben Sie eine Idee, dass, was man da... So für die Akzeptanz. Für die Akzeptanz, ja, für die Kultur, damit man es merkt. Coole Spiele machen auf Seiten der Developer. Ja, schon. Und für halt Presse und... Also ist es einfach so ein Ding von, dass man auch über... Wie man über Spiele berichtet, ist ein bisschen die Frage, oder? Weil... ja, eben, halt gerade in Zeitungen, die nicht regelmäßig über Games berichten, ist das immer noch so, wenn die dann mal über Spiele berichten, ist das so, ja, übrigens, Spiele sind gar nicht nur sinnlos. Und dann so, ja, danke. ja, also, ich weiß nicht, es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Offenheit und mehr Recherche auch von Seiten von Leuten, die sonst über andere Arten von Kultur und Kunst berichten. Also mehr Games ins Feuilleton. Sorry? Mehr Games ins Feuilleton, also den Kulturteil der Zeitung. Ja, schon. Ja. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Danke für das Interesse. Dass Sie uns auch das Spiel gezeigt haben hier und nochmal gesagt haben, wie es in der Schweiz in der Gamebranche aussieht.